So, willkommen nochmal zurück hier auf meinem Kanal. Und wir machen weiter mit Dark Souls 3. Haben uns bis hierhin durchgekämpft, durchgeschlagen. Und ja, jetzt geht's einfach mal einen schönen Weg weiter. Die beiden Ritter haben wir kennengelernt, die uns schon erzählt haben, dass sie uns eventuell helfen können. Oder wir denen helfen müssen. Müssen wir mal schauen. Da fällt mir ein, ich habe doch was von dem Heini bekommen. Was war denn das? Mal gucken. Was habe ich hier bekommen von ihm? Nee, Heilungshilfe. Stellt die wir äußerst geringfügig wieder her. Das meine ich aber nicht. Das meine ich nicht. Hat uns noch irgendwas gegeben da, oder bin ich verkehrt? Warte mal. Da. Was ist denn das? Schwört dem Eid der blauen Pfad der Treue? Schwört dem Eid der blauen Wächter die Treue? Oh. Gut. Zeit für Krabbe. Was ist eine Krabbe? Wie stark der ist, will ich aber auch gar nicht rausfinden, muss ich zugeben. Hier kann man auch runterspringen, sehe ich gerade. Da ist vielleicht irgendwas. Man weiß es, ich kann nicht sehen. Ist da irgendwas? Ich sehe das nicht. Wir gehen erstmal hier längs. Der hat auf jeden Fall einen Mega-Stab. Ich glaube, der tut auch weh, der Stab, wenn der mich trifft. Deswegen muss ein bisschen vorsichtiger sein. Oh, hier sind ein paar von diesen Baumstein-Heinis. Die Frage, ob man die auch leichter erledigen kann. Statt so, wie ich das kompliziert mache. Huch. Da liegt zumindest jemand. Da sehe ich gerade, dass wir da oben längs müssen. Kleine Tiefe nicht schämen. Habt ihr gesehen, da oben leuchtet was? Da oben kann man sehen. Ich habe gerade eben schon erkannt. Lass uns mal da oben nochmal längs gehen. Da war was. Denn ich will gerne alles mitnehmen. Vielleicht ist da wieder irgendwas Cooles. Vielleicht eine Scherbe. Man weiß es nicht. Alter. Der ist aber auch nur ein kleiner fauler Hund hier. Okay, hier lag nix. Hab irgendwas gesehen. Da. Guck ihn an. Sehen der unbekannten Reisenden. Okay, kann man aber gebrauchen. Sollte mich diese Furche hier bange machen? Nö. Okay. Oh, das sind auch irgendwelche Gegner hier, sehe ich gerade. Was immer das ist, wir probieren es mal aus. Kann man die auch ach, das sind die Krabben, okay. Okay, die kann man auch so ganz gut killen. Keine Ahnung, ob die da irgendwas Besonderes können.
haben wir noch nicht gemerkt. Da ist auf jeden Fall einer, der ein Kreuz trägt. Okay. Der war wahrscheinlich gar nicht schwer. Aber ich fand den sau schwer. Oh Mann, jetzt haben wir auch gar kein geiles Leben mehr. Eieiei, hier ist ja überall was. Das sind kleine Krabben. Sehe ich gerade im Wasser. Okay, hier sind viele Krabben. Eine Riesenkrabbe. Ach du Scheiße. Oh, noch eine. Oh, Alter. Okay. Alter, waren die gigantisch groß. Die habe ich vorher gar nicht gesehen. Okay, die sind ein bisschen groß. Die müssen wir, glaube ich, anders killen. Ich frage, ob man den auch einfach so von oben, vielleicht hat er ja gar nicht so viel Energie, von oben irgendwie killen kann. Ich teste das gleich mal. Oder so machen, ne? Der blöde Köder. Komm schon, Köder. Frage, wie man die Krabben töten kann. Also leicht oder schwer? Oh nein. Weil die beschützen ja überall diese. Leichen anscheinend. Da hinten ist schon so eine Riesenkrabbe. Da auch. Ich muss mal mich rantesten an die. Ups. Da kommen noch welche von diesen großen Heinis. Okay, da ist noch einer, der mich fast getötet hätte gerade. Alles, komm. Na gut.
Oh, der Pfeil tut weh. Oh Mann! Oh! Haupt! Mal blöd kann man denn sein, oder? Da kommt so eine blöde Krabbe. Also lock ich damit die kleinen tot, mache lock ich die großen an, oder? Wie sehe ich das? Nicht dein Ernst. Verpiss dich? Du Kackkrabbe. Ich kann meine Sachen holen, oder? Okay, keine Ahnung, was da passiert mit denen. Gehen wir kurz hier längs. Da oben ist noch so ein Fehler. Den lassen wir mal da oben Fehler sein. Die Frage, ob die gleichen Krabben sind oder andere. So schnell kann ich die gar nicht töten, wie die sich einbuddeln, oder? Natürlich blöd. Die kommen nicht an Land, die Krabben. Das ist ja schon mal gut. Beziehungsweise habe ich jetzt nicht mitgekriegt. Naja. Kriegt jetzt nichts gegen die zu kämpfen anscheinend. Da muss man wahrscheinlich mal aufpassen, dass ich erwischt werde, oder? Ich weiß es nicht. Ein bisschen wir. Wie soll man da dann hinkommen? Muss ich irgendwo runterrollen lassen? Und da irgendwo, ne? Okay. Gehen wir erstmal hier hin und sammeln das ein. Große Seele eines unbekannten Reisenden. Ist auch nicht schlecht. Hier ist wieder so eine Krabbe. Da ist irgend so ein fetter Wächter, Monster, Typ.
kann man zumindest hoch. Krieger schlafen voraus. Okay. Okay, es war. Hab ich einen umsonst losgeschossen. Da links gehen, gehen wir hier nochmal links. Wow! Da noch ein Krieger. Obwohl, den könnten wir von hier erledigen vielleicht, ne? Okay. Nein. Ach, das war dumm. Beide auf einmal, Alter. Beide auf einmal. Na, die haben schon. Die sind schon ein bisschen kräftiger, aber. Jetzt weiß ich ja, dass ich nicht meine ganze Energie für diese Heinis da opfern muss. Und theoretisch können wir einfach runtergehen und müssen gar nicht so viele Leute killen, ne? Oder habe ich es falsch gesehen? Ah, guck mal, die sahen mein Gift aus. Das ist das, okay. So, wir müssen jetzt gar nicht da hinten die ganzen Typen killen. Denn. Klar ist der hart da, der Typ. Aber ich will eigentlich nur meine Sachen einsammeln. Also, wir müssen nur da hinten an Land kommen, oder? Hier kommt ihr ja nicht hinterher, ihr blöden Krabben, ne? Okay, gut, jetzt müssen wir da hinten nochmal durch, um unsere Sachen wieder zu holen. Jetzt haben wir auch wieder genug, Energie. Alter! Okay. Der kann auch schießen. Mhm. Der war schon echt nervig. Hat sich jemals gelohnt, hier hinzugehen? Ist da irgendwas? Na, hier liegt was, okay.
Ring der Opferung. Was kann denn der Ring der Opferung? Keine Verluste bei Tod, aber der Ring bricht. Ah, okay. Das sollten wir vielleicht mal irgendwann nutzen, wenn wir da wirklich mal wieder... Ah. ...auf dem Weg sind, ne? So. Draußen ist keiner, oder? Da ist wieder so ein assiger Typ. Vielleicht sollen wir den da hinten erstmal erledigen. Okay. Nein! Okay, ist nichts passiert. Oh nein! Ich wollte gerade sagen, oh, ist nichts passiert. Und zack. Mann. So, versuchen wir das Ganze nochmal jetzt. Huch, kommt der schon hier zu mir? Oh! Der schießt echt mal hart runter. Habe von hinten. Ei. Gibt's doch gar nicht. Der trifft mich die ganze Zeit. Den krieg ich nicht. Oh. So, ah, ist natürlich ärgerlich, dass wir so viel Leben vergeudet haben hier, aber müssen wir dann wohl durch. So, ihn hier oben habe ich, glaube ich, auch nicht ganz erwischt, aber fast, oder? Na, okay. Das gibt's doch gar nicht. Hat er sich geheilt? Dafür? Okay. So, das ist ja auch erledigt. Das Problem dabei ist natürlich, dass wir jetzt natürlich einfach mal unsere Lebensflaschen verballert haben. Und ich meine, hier waren wir auch schon. Ach, das ist wieder doof. Na gut. Dann müssen wir versuchen, jetzt hier drin weiterzukommen, ohne hier drin zu sterben. Das wäre schon ein Highlight. So, gucken wir mal, was hinkriegen. Okay. Treffe ich ihn da hinten nicht. Wieso habe ich ihn jetzt nicht getroffen? Ja, unsere Lebenssache haben wir wieder auf jeden Fall. Hier draußen irgendwas? Hier hätten wir uns jemanden... Ach guck mal, da könnten wir runter jetzt. Das ist das... Das ist aber am Anfang nicht rauf konnten. Das ist das?
Was ist das genau? Tatsächlich glaube ich das fast, ne? Wollen einfach runterspringen? Wir machen es auch mal. Oh. Doch gar nicht, ey. Ganz ehrlich, wie viel Pech kann man denn haben? Wie viel Pech kann man haben? So, ein drittes Mal wieder hier an der Stelle und ich bin gerade wieder gestorben, deswegen habe ich auch so wenig Seelen und es lohnt sich nicht mehr für mich da hochzulaufen jetzt, um meine Seelen einzusammeln. Also ich muss da ja so längst, aber ich habe sie verloren. Vielleicht gehen wir erstmal hier rein, gucken, was da ist. Obwohl, unten runter ist eigentlich immer schlecht, ne? Oh, hier höre ich schon was. Ein Geräusch. Da hinten ist ein Item. Da hinten ist auch noch ein Item. Aber das wird bestimmt irgendwie, ist da. Hier steht einer. Hier steht einer auf der Seite. Ups. Mann! Oh! 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 Ich mache eine Krabbe und mache einen Platz. Ach komm schon. Nein! Wieso treffe ich ihn denn nicht? Wieso treffe ich ihn denn nicht? Was ist denn das für ein Scheiß? Boah, Leute, ey, das nervt langsam. Probieren wir den nochmal? Och Mann, ey! Och Mann! Oh. Ab und zu muss man einfach mal das Schwert benutzen, ne? So, was ist hier? Geil, alles für Zauberer. Das ist natürlich nicht schlecht. Das können wir gut benutzen. Was ist hier? Ein Waisenring. Was ist denn der Waisenring? Was kann der? Da kommt hier noch jemand rein. Ja, ne? Gucken wir mal kurz. Da. Hä? Hab ich gerade eingesammelt, wo ist denn? Achso. Da. Waisenring. Verkürzt Zauberwerkzeit. Okay. Das ist ja nicht verkehrt. Warte mal. Ups, nein. Dann können wir mal gucken, also kürzt. Den können wir hier mal ransetzen. Weiß nicht, was ist das für ein? Keine Verluste bei Tod. Versteck Wunder brauchen wir ja nicht. Aber der Weißenring ist doch schon mal gut. Verkürzt Zauberwerkzeit. Das klingt doch immer gut. So, jetzt können wir nochmal unsere. Aber ist das ein Unterschied zwischen dem, was wir jetzt haben? Nö, es ist eigentlich das gleiche Teil, ne? Jetzt weiß ich auch, warum ich beim letzten Mal so blöd war mit dem
mit dem Ausrüsten. Schade. Oh, bringt uns zu viel, aber wenn es die Zauberzeit verkürzt, wäre es natürlich optimal für uns. Dann nehmen wir hier hoch und testen das auch gleich mal. Inwieweit die was verkürzt. Der hat sich dahinter versteckt dafür. Hm. Oh, schon ein bisschen kürzer. Stimmt. Mhm, aufpassen, dass wir uns nicht treffen. Das wäre wirklich so. Bist ein bisschen sauer da oben? Oh. Wir müssen auch noch killen da oben, nicht, dass uns nachher ein Rücken fällt von irgendwo. Okay. Feind voraus, ja. Das wissen wir ja schon. Ich treffe den einfach nicht von hier hinten. Das ist irgendwie merkwürdig, oder? Dann kommt noch so ein Zauberer-Typ. Mal den treffen. Wir sind zu weit weg. Oh nein. Ach so. Da wo ich rein. Ach so. Haha. Die habe ich schon gekillt. Gott sei Dank. Lustig. Aber trotzdem ein bisschen Leben verloren, was natürlich unlustig ist. Was soll's. So, wir gehen nochmal rein. Ja. Nein! Zu langsam. Kommt gleich noch einer? Oh, jetzt haben wir ein bisschen das Leben weggenommen. Egal. Yeah.
Wollte sich gerade heilen, der Sack. Oh. Bleibt ja mein Schwert. Drückt da zwei, dreimal drauf. Passiert nichts. Die Frage, ob man noch hier irgendwas einsammeln kann. Guck mal. Ach, das da, wo ich hoch. Ja, okay, das da, wo ich hochgegangen bin. Zu dem Zauberer, Zaubertypen und dem anderen. Loch voraus. Okay. Versucht Hilfe. Hm, sieht schon wieder irgendwie nach Boss aus hier. Ah, es war klar. Ach, wie doof. Ich habe nichts mehr, ne? Also gar nichts mehr. Ich kann nur mal angreifen mit Schiff. Okay. Okay, die Stämme schützen mich ein bisschen. Aber ich habe auch kaum noch Leben, also. Dieser Kampf wird kurz. Hab ich gesagt kurz? Ich meinte natürlich richtig kurz. Kristallweiser, okay. Gut, dann wissen wir schon mal, dass hier der Boss ist. Das heißt, da laufe ich jetzt nicht nochmal hin. Es gab noch zwei andere Sachen, wo wir längst laufen konnten. Also ich will den Boss machen, definitiv, aber ich will ihn jetzt nicht gleich als erstes machen. Da will ich doch lieber noch erstmal hier die anderen Wege gehen. Es gab noch ein paar andere Wege, die man gehen konnte. Wie zum Beispiel hier runter. Da geht es ja auch an der Seite längs, ne? Komm, gucken, ob wir das machen können. So, die müssen wir mal kurz platt machen hier. Was kommt hier? Da muss ich mal aufpassen. Da hinten war der. Warum bekämpfe ich den, wenn ich keine Ausdauer mehr habe? War doch dumm. Gut auch, ne? So, da ist auch noch eine Tür, da können wir auch noch mal rein. Und schießt jetzt überhaupt von Weitem. Ist hier noch Gegner irgendwie? Da sitzt noch einer. Wow, also den kann man schon ganz gut platt machen mit dem Schwert, muss man sagen. Vielleicht muss mein Schwert auch mal ein bisschen verstärken. Gucken wir, was es hier so gibt. Vorsicht vor links. Kann man hier auch machen? Oh, ist das da hinten ein Ritter? Ah, nein. Ein Ritter. Kann man den vorbei? Mal an dem vorbei, ganz langsam. Kann ich ihn von der Seite vielleicht anschießen oder so? Oh ne, scheiße. Ich dachte, hier wäre ein Loch, das man durchschießen könnte. Aber da hinten ist was zum Einsammeln, das können wir machen. Obwohl, hier ist offen. Obwohl, ja. Gucken wir erstmal, was das ist da hinten. Söldnerhelm, okay.
Tatsächlich, er steht da. Können wir ihn vielleicht von hier abballern? Jetzt versuchen wir mal. Oh. Oh. Okay, jetzt weiß ich, woher er kommt. Kommt er da links? Oder geht er ganz lässig zurück? Das wäre natürlich auch geil. Dann kann ich ihn nochmal, wenn er sich jetzt wieder hinstellt. Ach, guck, tatsächlich, macht er. Moment. Geht's weit weg. Jetzt. Oh, er kommt. Wow, wie fieser Ritter. Oh, gut. Nicht schlecht, nicht schlecht. Oh, hier liegt sogar was. So. Söldner Doppelschwert. Können wir super gebrauchen mal wieder. Tja, irgendwas voraus. Guckt ihr irgendwas? Kohle von Farong. Ach, das ist doch bestimmt für den... Scheinbare Wand voraus. Das ist auch eine Wand. Vision von Tränen. Also ist wahrscheinlich was für den Schmied, ne? Das könnte man dem Schmied geben. Nicht verkehrt, aber mehr ist hier gar nicht, ne? Oder? Mehr sehe ich ja nicht. Nun gut. Da ist noch eine Tür, die können wir mal aufmachen. Ne, die können wir nicht aufmachen, oder? Verschlossen von einer Seite. Ja, okay, was ist das dahinter denn? Kristallig. Okay. Gut, was gibt's denn noch, was man jetzt machen muss hier? Also es war, gab ja diesen Weg. Und dann gab, da gab's auch diesen Typen, der da hinten steht, ne? Pass mal auf, dann nehmen wir kurz. Kann man sich hier längs schleichen, ohne dass da so eine Krabbe kommt? Die Krabben ja wirklich nervig, ne? Ah, da ist schon eine Krabbe. Passt hier nicht durch. Du fette Krabbe, passt da nicht durch. Seht ihr, wenn ich die platt mache? Droppt die was Cooles? Ring des großen Sumpfes. Okay. Oh, da kommt schon die Krabbe von hinten. Guck mal da, schleicht sich ganz langsam an, nämlich. Oh, hier liegt sogar was. Hier liegen sogar zwei Sachen. Foliant des großen Sumpfes und Kapuze des Beschwörers. Okay. Okay, warte mal, hier waren nämlich auch irgendwie Menschen oder Ritter oder sowas hier oben. Genau. Ist die Frage, wie man die killt. Wie kommt man da überhaupt hin? Man weiß es nicht, ne? Kann man sich schon von irgendwo runterfallen lassen? Ist ja irgendwas, wo man sich runterfallen lassen kann. Von da oben, das ist ja viel zu hoch. Von da vielleicht, ne? Wenn wir da wieder hochgehen, können wir uns da runterfallen lassen. Das machen wir doch mal. Kommt bestimmt hin. Ach scheiße, wir sind ja einmal gestorben. Das müssen wir jetzt alle normal machen. Okay, dann machen wir es jetzt erstmal nicht.
Dann haben wir jetzt schon mal ein Land hier, wo eine Krabbe kommt. Oh, da höre ich sie schon. Also jetzt gucken wir mal, es sind zwei Leute, aber einen können wir doch bestimmt da irgendwie pullen. Oh, wenn der nicht jetzt schon kommt. Er hat mich schon gesehen. Shit, da kommt der zweite. Ich warte dich dran, ne? Ich warte dich dran. Ärgerlich, 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 ärgerlich. Ja, ich unterbreche ihn immer beim Heilen. Wie cool ist er denn? Riesenkeule, okay. Das ist der zweite, den müssen wir auch noch irgendwie platt machen. Hier können wir erstmal unsere Sachen wieder einsammeln von gerade eben. Da kommt er schon. Der ist ein bisschen, also gefährlicher war der ja nicht in dem Sinne. Er ist flink, muss man sagen. Flink ist er. Das wird ihm nichts bringen. Zack. Oh nein, ich habe das falsche Getränk genommen. Ach Mann, ich bin so ein Depp ab und zu. Verbanne ein Großschwert, okay. Gut, gehen wir hier rein. Ich will lieber auf. Hier. Ein Heimatknochen. Was ist hier? Ja? Komm nicht durch. Hier ist gar nichts. Gar nichts. Okay. Hm. Geht's da runter? Mal runtergehen? Tatsächlich ist hier ein Leuchtfeuer. Was ist das denn? Das kann man direkt mal entzünden. Kurz rasten. Wir können aber kurz reisen. Ich will einmal kurz zum Feuerwand schreien. Dann können wir gleich wieder zurück. Mal sehen, wofür der. Was wir mit der Glut machen können. Und auch mit dem anderen Kram. Müsste ja eigentlich was bringen. Dann gehen wir gleich mal hin zum Schmied. Der verrührt sich bestimmt über die Glut. Ich weiß nicht, ob er gleich schon was für uns machen kann. Dafür brauchen wir wahrscheinlich auch wieder Titanscherben da, diese Titanitscherben. So. Kohle hergeben da. Oh my. This coal is from the Undead Legion. Used to forge the weapons of Farron's Abyss Watchers. A fine prize. I'm honored to be endued with it. Now I'll be equipped to infuse special gems. Praise the gods, eh? Time to put this brawn to use. So, meine Waffe kannst du wahrscheinlich nicht verstärken, Waffe.
So, dafür brauchen wir ja. Wir haben zwei, wir brauchen nochmal zwei, damit das Schwert stärker wird. Dauert also noch ein bisschen. Ich brauchte zwei Scherben, aber das Schild jetzt zu verstärken, finde ich irgendwie so ein bisschen affig. Waffe durchwirken. Kann man auch nicht so viel machen, ne? Guck mal, wir haben. Abwehrminderung psychisch gegen das. Ah. Hm, na gut. Hier irgendwas, was uns, also sich lohnt für uns? Nein. Gut. Pretty, be careful. Mal kurz diesen alten Typen nochmal gehen, der hier irgendwo sitzt. Frage, wo der nochmal war, ne? Also eine Orientierung, die ist nicht so besonders. Oh, yet. Good. The Firekeeper must be twitching. What do you really know about these Lords of Cinder? Let's take Aldrich, a right and proper cleric. Only he developed a habit of devouring men. He ate so many that he bloated like a drowned pig. And they made him a Lord of Cinder, not for virtue, but for might. Such as a lord, I suppose. Welcome home, speak. So, very mal aufsteigen. Well. Then touch Heiknari. Und zwar. Eine Kondition könnte auch ein bisschen mehr sein, ne? Was wir benutzen können? Ich weiß es gar nicht. Ja, ja, schnack doch mal nicht so viel immer. So. Okay. Mehr? Verliere Seelen und kehre zum Leuchtfass, okay. Eine der verdrehten Seelen, von Stärke erfüllt. Das ist die von dem Gegner da. Das ist die Frage, ob man das... Ich kann man die auch einfach aufnutzen, oder? Ich mach's einfach jetzt. Ach so. Er fragt extra nach. Wahrscheinlich kann man die doch für irgendwas nachher... Ach, jetzt ist es zu spät. So. Können wir noch eine machen hier? Natürlich nicht, uns fehlt natürlich ein bisschen was. Können wir uns noch holen. So, jetzt war noch irgendwo hier so eine... Muss doch irgendwie meine Folianten für irgendwas benutzen können. Wenn ich die benutzen kann, ich weiß es natürlich nicht. Aber ich denke schon, oder? Muss hier doch irgendjemanden geben, der mir mit diesen Zauberbüchern helfen kann. And fast on the trail of the... Then these red eyes are for you.
Use them to pillage embers and briefly heighten your strength for your duty. What else are unkindled at? Okay. Ja. Der heilige König Lothric, letzter auf unserer Linie. Guck mal, muss ich hier noch was geben? Kann ich vorstellen, dass das einzige war. Bei Ihnen hier. Oh, I would do it. Then shall we be bearer of. Okay. Was verkauft er nochmal? Achso. Was ist das? Versteckt den linken Schild mit Magie? Zauberwaffe. Versteckt die rechte Waffe mit Magie. Macht Sinn, da was zu kaufen? Schwerer Seelenpfeil, den haben wir ja schon, ne? Seelengroßschwert. Dafür brauchen wir aber einen ziemlich hohen Wert. Sollen wir das machen? Komm mal, die Zauberwaffe. Be safe, Champion. Es muss doch jemanden geben, der sich da mit dieser Zauberei auch auskennt. Zauberbüchern. Wie kann ich die denn sonst nutzen, diese Zauberbücher? Gar nicht? Wahrscheinlich, ne? Zauber ein. Heilungshilfe. Das ist ein Wunder. Wunder können wir eh nicht nutzen, ne? So, oder können wir Wunder auch nutzen? Vielleicht doch, mal gucken. Verstärkt die rechte Waffe mit Magie. Warum kann ich das jetzt nicht machen? Okay, das verstehe ich nicht ganz. Warum geht das nicht? Das ist egal. Aber das verstehe ich nicht ganz wieder. Bin ich wieder ein bisschen zu blöd für wahrscheinlich. Kurz die Bücher noch mal angucken da. Ja, was ist das? Folien von Karim? Hohe Pyromantien des großen Sumpfes lernen. Hohe Wunder von Karim lernen. Es gibt hier niemanden, der mir das beibringen kann, oder? Da steht nur der alte. Oder muss ich erst so einen Zauberer befreien irgendwo? Kann natürlich auch sein. Das kann natürlich auch sein. Ist hier noch jemand drin bei dir? Jemand versteckt? Nö. Ja, da wird es wahrscheinlich so sein. Falls nicht und ich auf dem Holzweg bin, könnt ihr mir Bescheid sagen. Ansonsten schauen wir. Gut, ja.
würde sagen, hier machen wir jetzt noch Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.